Hallo ihr Lieben, es ist mal wieder Zeit für ein neues Food Diary. Es ist wieder sehr lang geworden. Ich entschuldige mich schon jetzt, aber ich habe so viele tolle Sachen gefilmt. Es gab so viele leckere Dinge zu essen. Aber mehr muss ich gar nicht sagen, denn wir legen jetzt einfach los. I wanna talk to you. I gotta talk to you. Zum Frühstück gibt es für mich wieder ein leckeres Waldbeerenmüsli. Ich packe euch das Rezept mal in die Infobox, weil viele doch immer wieder fragen, wie ich das genau mache. Ehrlich gesagt würfel ich mir das zusammen, aber wie gesagt, ich habe es nochmal in die Infobox geschrieben. Und es gibt natürlich einen herrlichen Milchkaffee mit Hafermilch. Und gleich geht's raus, ich habe noch einen Termin, also ab gleich ins Auto. So, ich bin jetzt wieder auf dem Rückweg. Bevor ich losfahre, snacke ich noch ein bisschen. Ich habe nämlich heute Morgen eine Lunchbox gemacht und zwar ist da Melone und gelbe Paprika drin. Nichts Spektakuläres, aber so ein kleiner Obst- und Gemüsesnack zwischendurch, das finde ich richtig, richtig lecker. Erfrischt auch heute, weil es ist relativ warm hier im Auto. Wasser habe ich natürlich auch immer dabei und falls du auch tolle Rezepte für deine Lunchbox suchst, dann schau bitte mal in mein E-Book. Da gibt es nämlich viele tolle vegane Lunchboxen, die du herrlich mitnehmen kannst. Egal ob ins Büro oder für unterwegs oder fürs Picknick, schau da unbedingt mal rein. Da warten ganz, ganz tolle Rezepte auf dich. Und kaum ist man wieder zu Hause, hat man ein Paket bekommen. Richtig cool. Und zwar hat mir InnoNature ein Paket zugesendet zum Ausprobieren mit einem veganen Proteinmix, was ich richtig cool finde, auch für Smoothies oder auch für Eiscreme, natürlich auch für Müslis und so. Dann natürlich auch dabei Vitamin D und Vitamin D3 und K2 für die Kinder, einen Vitamin B-Komplex und OPC. Und das werde ich jetzt in den nächsten Wochen einfach mal testen und ausprobieren. Und gerade Vitamin B benutze ich ja auch seit 8 Monaten ganz regelmäßig. Dieses hier kenne ich jetzt noch nicht. Quinoa Keimlinge Vitamin B-Komplex. Aber ich muss sagen, auch mit einem guten Vitamin B-Komplex, da geht es mir echt ganz gut mit. Bin auch nicht so müde. Und das werde ich jetzt natürlich in Ruhe mal testen. Freue ich mich drauf. Vielen Dank. Und damit bin ich natürlich erstmal, denke ich, gut versorgt. Did it and did it, 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 did it. Heute Mittag gibt es für mich Salat und zwar ist der Salat noch von gestern übrig geblieben. Da ist grüner Salat drin, Oliven, Tomaten, etwas Paprika, getrocknete Tomate und etwas Tofu und Salatgurke. Das Dressing ist so ein bisschen so ein Balsamico-Tomaten-Dressing mit Kräutern. Das Rezept packe ich dir mal in die Infobox. Das schmeckt echt, echt sehr erfrischend und sehr, sehr lecker. Ja, das werde ich jetzt ganz genüsslich essen und dann geht's für mich gleich ab in den Stall. So, wieder ein bisschen an der frischen Luft. Ich bin wieder unterwegs und zwar fahre ich jetzt zum Stall, weil ich habe heute Stalldienst und musste dann so ein bisschen aufräumen, ein bisschen sauber machen und mein Pferd besuchen und ein bisschen mein Pferd kraulen und natürlich heute das Wetter genießen. Und es ist wunderschön, die Sonne scheint und ich hoffe, ihr habt auch so gutes Wetter. Und ich bin mal wieder mit meinem Drahtesel unterwegs und mache eine kleine Pause jetzt, weil es gibt hier mehrere Orte, wo ich immer richtig schön das Vögelgezwitscher genießen kann und auch genieße. Und da ich ja auch selten alleine bin seit so ein paar Wochen, weil die Kinder sind ja immer noch auch sehr viel zu Hause, was ich auch schön finde. Trotzdem ist es als Mama immer mal wieder auch schön, mal alleine zu sein, ein bisschen Kraft zu tanken und einfach mal nichts zu tun. Und deswegen bin ich immer dankbar über so kleine aktive Pausen oder über die Momente im Wald, wo ich wirklich
nur mal mit mir bin. Jeder muss ja mal alleine sein und ich finde das total schön hier im Wald und bin jetzt auch schon so ein paar Kilometer gefahren und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so zu Hause bin und denke so, ich fahre gleich mit dem Fahrrad viel oder auch zum Einkaufen und dann noch so ein paar andere Touren, dann denke ich manchmal immer so, soll ich nicht doch das Auto nehmen? Ich habe doch tatsächlich jetzt jemanden getroffen. Hier ist sonst nie jemand und da war jetzt jemand und er fand es aber lustig, dass ich hier im Niemandsland hier rumvlogge. Ja, jedenfalls denke ich oft, Mensch, nehme ich doch das Auto, weil ich bin so faul und wenn ich mich dann erstmal anfange zu bewegen, dann bin ich total gut drauf und mir geht es eigentlich viel, viel besser als vorher. Und man bleibt natürlich fit, ne? Aber es ist immer so lustig, weil erst ist man so müde und so mau und so und man will nicht so richtig lange mit dem Rad fahren und ist so bequem. Und dann, schnips, ist man wieder voll da und ich bin immer froh, wenn ich mich aufraffe. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr euch gerne im Alltag fit haltet. Nehmt ihr auch gerne das Fahrrad oder steigt ihr gerne Treppen oder habt ihr Kinder, die euch ständig auf Trab halten? Oder macht ihr auch zurzeit viele Home-Workouts? Das sehe ich ja auch immer wieder, dass ganz, ganz viele auch zu Hause trainieren. Würde mich mal interessieren. Schreibt mal runter in die Kommentare, wie ihr euch so im Alltag bewegt und fit haltet. Stalldienst erledigt, die Hufbearbeiterin war heute auch da und es war so heiß. Ich musste auch mein T-Shirt wechseln, weil ich so geschwitzt habe. Jetzt bin ich gerade auf dem Rückweg. Mein Mann hat mich gerade angerufen, dass das Abendessen schon fast bereit steht. Und sowas liebe ich natürlich. Schön viel frische Luft getankt und dann gibt es gleich Abendessen. Ich muss das sagen, ich bin noch echt kaputt und freue mich auf zu Hause. Yay, Abendessen ist fertig. Es gibt knusprige Kartoffelspalten, nochmal einen grünen Salat mit Champignons und Tofu und ein paar Sonnenblumenkernen. Und es gibt einen Mandelnuss-Tofu, der ist sehr scharf angebraten, auch so ein bisschen mit Balsamico mariniert. Und für mich fehlt noch Mayo und Ketchup. Ja, und jetzt lassen wir uns das richtig gut schmecken. Ich weiß nicht, ob es bei diesem einen Teller bleibt. Ich glaube nicht, weil ich habe richtig, richtig Hunger. Dazu trinke ich eine Johannisbeersaftschorle. Und dann werde ich nochmal gleich die Wäsche machen. Und dann schnappe ich mir ein Buch und genieße noch die Abendsonne. Morgen, mein Tag beginnt wieder ganz entspannt. Ich bin heute früh aufgestanden wieder und habe mir jetzt erstmal mein Frühstück vorbereitet und einen Kaffee gemacht. Ich habe mir heute wieder mein Heidelbeermüsli gemacht mit Äpfeln, Haferflocken, Leinsaaten, ein paar Mandeln und ich habe da auch noch Chiasamen heute drin. Das ist ein leckeres Frühstück, was ich immer so ein bisschen variiere. Mal mit Kürbiskern, mal mit Sonnenblumenkern, mal mit Leinsaaten, mal mit Sesam. Also ich mische das immer so ein bisschen durch. Je nachdem, was ich auch gerade im Hause habe und worauf ich Appetit habe. Aber meistens esse ich mein Müsli morgens mit einem frischen Apfel. Und dann bin ich einfach fit für den Tag und das schmeckt mir super, super gut. Ein kleiner Zwischensnack, es gibt rote Paprika, die ist mit meiner Bio-Kiste gekommen und die ist richtig, richtig süß und richtig lecker. Die werde ich jetzt snacken, die Kinder haben auch ein bisschen, weil ihr wisst, ich bin ein großer Fan von Obst und Gemüse als Zwischenmahlzeit. Das tut immer richtig gut, man nimmt richtig viele Vitamine zu sich und es schmeckt vor allem auch richtig, richtig lecker. Heute gibt es einen Linsen-Mungobohnendal und ich dachte, ich zeige euch heute mal, wie ich das mache, weil Linsendal ist eines meiner liebsten Rezepte und unheimlich proteinreich, unheimlich lecker, relativ schnell gemacht. Und wenn du wenig Zeit hast, ist es ein tolles Essen, um es auch mal vorzubereiten und über Nacht im Kühlschrank zu lassen.
Ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles, nahrhaftes Gericht und ich zeige dir heute mal, wie ich das zubereite. Es gibt natürlich verschiedene Arten, um Dal zuzubereiten. Ich mache das heute mit Mungobohnen, aber ich mache das auch manchmal mit gelben und roten Linsen gemischt, je nachdem, was ich bekomme. Es gibt natürlich auch extra Dal-Linsen oder wie hier extra Mungobohnen, die für Dal wirklich sind. Und das schmeckt natürlich unheimlich gut, weil diese Art von Linsen ganz sämig werden. Aber jetzt geht's los. Ich schneide eine Zwiebel, Knoblauch und natürlich etwas Ingwer klein. Dann gebe ich etwas Öl in den Topf und dann brate ich das Ganze so für 2 bis 3 Minuten an, bis das Ganze so ein bisschen gut riecht. Und dann suche ich mir meine Gewürze zusammen. Heute mache ich da etwas Kurkuma rein, etwas Paprika, ein bisschen Pfeffer und ganz wenig Dattelsirup. Das Ganze röste ich sehr gut an und rühre es auch immer um. Dann gebe ich die Linsen dazu, die Tomaten und etwa eine halbe Dose Kokosnussmilch. Ich packe dir das Rezept nochmal in die Infobox, damit du das auch gut nachlesen kannst. Heute mache ich da auch ein bisschen Hafersahne rein und dann bringe ich das Ganze gut zum Kochen und rühre es natürlich ordentlich um. Dann koche ich den Linsendal für etwa 20 Minuten und 5 Minuten bevor der Dal gar ist, das Ganze dauert meistens so 20 bis 25 Minuten, 5 Minuten vor der Zeit stelle ich den Herd bereits aus, gebe den Deckel auf dem Topf und lasse den Dal nochmal so richtig schön ziehen, ungefähr 10 bis 15 Minuten. Dann schmecke ich das Ganze ordentlich mit Salz und Pfeffer ab. Du kannst den Dal auch mit Gemüseform machen, das mache ich eigentlich relativ selten. Bei mir schmeckt es total gut, wenn ich das einfach nochmal mit Salz und Pfeffer abschmecke und das war's dann. Heute mache ich mir ein paar Wraps dazu warm und eine kleine Wasserpause muss auch sein, weil mir ist total warm hier. Und während ich mich erfrische, ist der Linsendal auch schon fertig geworden und dann portioniere ich das Ganze. Das sieht dann so aus. Die Konsistenz finde ich auch immer sehr gut. Heute gebe ich da noch etwas veganen Joghurt drauf und habe mir gerade ein bisschen Blattspinat fein gehackt und ja, jetzt gibt es auch schon Essen. Und das ist ein richtig tolles, schnelles, gesundes Rezept. Lässt sich immer gut vorbereiten. Und falls du gesund und auch kostengünstig essen möchtest, dann ist das hier genau das Richtige für dich. Mein Mann und ich stehen da zurzeit total drauf. Ja, und vielleicht ist es auch ein tolles Mittag- oder Abendessen für dich. Guck auf jeden Fall mal in die Infobox, da verrate ich dir schon mal das Rezept. Und dieses Gericht ist wirklich eine große Bereicherung. Super, super lecker. Zwischendurch gibt es hier Melone. Ich habe uns jetzt mal was klar gemacht und mir auch noch einen Kaffee gekocht. Melone als Zwischenmahlzeit ist einfach super erfrischend und super lecker. Ich mag das total. Die Melonenzeit wird hier richtig ausgenutzt. Meine Kinder hauen die auch so weg. Also ist jetzt Melone essen angesagt und ja, mal sehen, wie es denn hier weitergeht. Der Linsendal hat wirklich sehr lange satt gehalten, deswegen mache ich mir jetzt ein sehr kleines Abendessen. Ich habe mir hier ein Weizenbrötchen aufgebacken und ich habe meine Avocados hier liegen. Die sind alle reif, deswegen mache ich mir jetzt ein leckeres Avocado-Brötchen mit Cherry-Tomaten und Balsamico drauf. Und dann ist hier noch richtig viel liegen geblieben. Ich muss jetzt ein bisschen Wäsche waschen, noch ein bisschen Wäsche zusammenlegen. Aber ich werde gar nicht mehr so lange hier rumwühlen, denn ich setze mich gleich noch auf jeden Fall raus in die Sonne, um noch ein bisschen Abendsonne zu tanken. Frühstückszeit und ich habe mir ein leckeres Müsli gemacht. Es sieht nicht so aus, aber es ist doch ein bisschen anders gelaufen heute Morgen. Ich wundere mich selbst. Heute habe ich ein paar Haferflocken genommen, aber ich hatte auch noch so ein bisschen gepufften Amaranth im Schrank gefunden. Das Ganze habe ich wieder mit so ein bisschen Wasser und ein bisschen Mandelmilch heute gemischt. Und dann sind auf jeden Fall da noch Kürbiskerne drin, Sonnenblumenkerne drin, etwas Zimt drin.
Ja, und wieder ein paar Heidelbeeren. Ja, und dann werde ich mich gleich ransetzen. Die Kinder haben heute auch ein Müsli und wir werden jetzt hier gemütlich frühstücken. Und dann geht's für mich ab an die Arbeit. Meine Coachings warten. To be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again, driving this like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control, I'm speeding fast to chase my soul, I'm driving to get away. Running through emotions high and low, holding on or letting go, I'm fighting another day. Neon lights in the fast lane light, riding high, reaching for the sky. I had it all but lost and fell back down again. Spent my time playing the game, where every single day was a losing battle. Wenn mein Mann kocht, gibt es entweder Pesto oder es gibt Bolognese und er hat uns jetzt eine tolle Tomatenbolognese gemacht. Ich habe heute Morgen schon gesagt, bitte koch heute du, ich habe heute nicht so wirklich Lust. Und wenn es um eine Gemüsebolognese geht, dann hat er immer richtig Bock zu kochen. Ja, und wir essen jetzt hier unsere Bolognese, schmeckt bestimmt lecker, weil mein Mann hat das wirklich gut drauf. Und heute haben wir ganz normale Spiralnudeln. Wenn mein Mann kocht, gibt es immer Weizennudeln. Und wenn ich die Nudeln mache, gibt es meistens Dinkelnudeln oder andere Nudeln. Ja, so sind die Unterschiede eben, aber ich mag auch gerne Weizennudeln. Und die Bolognese schmeckt richtig, richtig lecker. Und ja, dann esse ich jetzt gemütlich und dann fahre ich auch bald los. So, ich bin jetzt im Auto angelangt und werde jetzt zum Pferd fahren, wie so oft. Heute nicht mit dem Fahrrad, heute mit dem Auto. Danach fahre ich noch zu einer Freundin, weil ich da was abgeben möchte oder weil ich ihr was vorbeibringen möchte. Ja, am Stall habe ich erstmal Stalldienst, muss ich alles sauber machen, alles schick machen, damit auch die Pferde sich unheimlich wohlfühlen. Das ist ja auch wichtig. Und im Auto dabei habe ich einen Eiskaffee, einfach Espresso, Eiswürfel und kalt aufgeschäumte Milch. Und den restlichen warmen Espresso habe ich da jetzt einfach auch mit reingetan. Das wird garantiert eine leckere Abkühlung. Ich muss sagen, es ist super heiß hier im Auto, weil Auto schön in der Sonne geparkt. Juhu. Ja, jetzt werde ich den Wagen anschmeißen, dann losfahren. Aber mir tut das immer total gut und bei dem Wetter ist es ja das Allerbeste, draußen zu sein. Not a sound. Sneaking out through your window into the night, where we were meant to be. Skipping town, searching for nowhere land. Ready or not. Ich bereite wieder Eis vor. Meine Kinder lieben Eis aus Fruchtsäften. Manchmal lasse ich das nur so halb gefrieren, das ist dann so wie ein Slushy-Eis. Und manchmal lasse ich es auch richtig hart werden, dann hat man ein ganz normales Fruchteis, eine ganz normale Fruchterfrischung. Meine Kinder lieben das und das mache ich relativ häufig, weil ich finde, das ist eine gute zuckerfreie Alternative, solange der Saft zuckerfrei ist. Natürlich ist da Fruchtzucker drin, keine Frage. Aber meist ist in Wassereissorten ja noch relativ viel Zucker drin. Deswegen ist es eine super Alternative. Und ja, das machen wir hier öfter. Schmeckt auch echt lecker. Und
unser Abendessen ist fertig. Mein Sohn und ich haben jetzt die leckere Zucchini-Cremesuppe wieder gekocht. Das ist heute unser Abendessen. Da haben wir richtig, richtig Lust drauf. Das ist eine Suppe, die wirklich hier sehr, sehr gut ankommt. Und viele von euch haben ja auch schon geschrieben, sie haben das Rezept schon ausprobiert und die Kinder mögen das auch sehr gerne. Und das freut mich natürlich. Das Rezept findest du in der Infobox. Und mein Mann isst zum Beispiel überhaupt nicht gerne so Zucchini. Vielleicht auf Pizza mal, so, wenn es ganz, ganz klein geschnitten ist. Aber diese Suppe mag er auch gerne. Also wenn du auch kein Zucchini-Fan bist sonst, dann probier diese Suppe trotzdem mal aus, weil ich bekomme immer wieder das Feedback, dass diese Suppe sehr, sehr lecker ist, trotz Zucchini. Aber ich mag die auch sehr, sehr gerne. Und also gibt es heute Zucchini-Suppe für die Family. Finde ich echt eine gute Idee. Suppe am Abend bekommt mir unheimlich gut und belastet den Organismus von dem Schlafen nicht so. Und wir essen jetzt gemütlich und dann, ich mache heute nichts mehr. Ich bin relativ müde, aber Essen geht auf jeden Fall noch und dann wird der Abend hier ganz entspannt begonnen. So, nachdem ich erstmal schön einen Tee getrunken habe, ist jetzt mein Frühstück fertig. Ihr kennt es bereits, heute ist es so ein bisschen abgewandelt. Ich habe mir heute Morgen die Mandeln angeröstet, weil ich hatte etwas Zeit. Dann ist dann noch ein Dattel-Haselnuss-Mus drin und ansonsten wieder, wie gehabt, Leinsaaten, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, frischer Apfel, Heidelbeeren. Heute sind da aber auch noch etwas Kokosflocken drin, die kann man gar nicht so gut sehen. Ja, einen Kaffee habe ich auch schon gehabt und das ist heute mein leckeres, erfrischendes Frühstück, worüber ich mich immer freue. Schmeckt super gut. Rezept packe ich dir mal in die Infobox. Es ist Snacktime und es gibt Gemüse, Gurken, Möhren und Paprika. Weil ich arbeite gerade so ein bisschen am Computer und ich hatte Lust, irgendwas zu knabbern, dann achte ich immer so ein bisschen darauf, dass es was Frisches ist und so ein kleiner Gemüsesnack zwischendurch. Damit kann man nie, nie, nie was falsch machen. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. Zum Mittagessen gibt es heute einen Salat. Die Kinder haben vorhin schon Wraps gegessen. Wir hatten da gar nicht so Lust drauf, weil es heute relativ warm ist. Und wir machen uns gerade einen Salat mit einem leckeren Kräuterdressing. Im Salat ist gar nicht so viel drin, einfach so ein fester grüner Salat, Cherrytomaten, ein bisschen Paprika und etwas Salatgurke. Und das Dressing mache ich eigentlich immer selber. Das geht immer schnell, schmeckt total lecker und man kann viele Reste verwerten. Ich packe dir mal ein paar Salat-Dressing-Rezepte auch in die Infobox und auch das Rezept von diesem Dressing hier. So, ich hole die Kleine jetzt von der Koppel und dann reiten wir ein bisschen, wenn sie möchte. Nein, sie möchte. Nebenan wird gerade das Feld gespritzt, es stinkt sehr, aber ja, so ist es leider. Und jetzt hole ich die Süße und dann reiten wir ein bisschen. Jetzt bin ich endlich auf dem Pferd, aber da hinten sieht es schon wieder richtig mies aus. Deswegen bin ich jetzt hier auf der Ovalbahn oder auf unserem Platz und hoffe natürlich, dass wir trocken bleiben. Wir sind auch schon so ein paar Runden gelaufen, das heißt, sie ist gelaufen und ich hoffe natürlich auf gutes Wetter. Es ist zurzeit ganz schön, aber ich glaube, der nächste Regenguss
der kommt gleich bestimmt. Zum Abendessen gibt es Linsendal aus roten und gelben Linsen dieses Mal. Obendrauf ist so ein Wildsalat-Topping und ich habe auf dem Wochenmarkt so einen Hüttenkäse aus Soja und aus Mandelmilch gefunden und den probiere ich jetzt mal. Ja, Linsendal zum Abendessen ist auch echt lecker und da ich heute Mittag nur Salat hatte und jetzt doch noch richtig Hunger habe, habe ich mir jetzt was Schönes gemacht. Und jetzt werde ich in Ruhe essen und später will ich unbedingt noch ein bisschen lesen. Mal sehen, ob ich das hinkriege oder ob ich schon vorzeitig einschlafe. Und ich wünsche dir auch einen schönen, schönen Abend. Und dann sehen wir uns bald. Food Diaries gehen einfach immer, finde ich. Falls du Rezepte suchst, geh einfach mal in die Infobox. Dort habe ich dir ein paar der Rezepte aufgelistet. Und ich packe dir auch nochmal meine 3 E-Books rein. Weil da findest du ganz tolle vegane Rezepte, die im Alltag immer gehen, die einfach schnell zu kochen sind und wo du auch im Handumdrehen schnelle Gerichte zaubern kannst. Und falls du Lust hast, mir auf Instagram zu folgen, Link ist ebenso in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns ganz bald wieder in meinem neuen Video. Also bis ganz bald. Tschüss!